Ich habe jetzt die ganze Blende hier eingesetzt mit diesen kleinen Klammern. Wichtig ist, wenn ihr euch das einsetzt, dass ihr einmal, unten ist es ja schon fest wegen dem Bündchen, und oben direkt einmal an der Endposition festklippt, dann die Mitte und dann immer mehr zwischenschiebt. Damit ihr nicht hier unten anfangt und hier oben habt ihr dann so einen Versatz drin, das wird ganz schlecht. Auf der Rückseite genauso. Und den Arm, den machen wir gleich später im Anschluss. Aber jetzt erst einmal möchte ich euch zeigen, wie ich die Blende vernähe. Und dafür muss ich jetzt, ich habe mein Nädelchen schon aufgefädelt, dafür muss ich jetzt aber einmal den Pulli drehen und gehe auch ein bisschen näher mit der Kamera ran. Achtung, plopp. So, ich bin jetzt quasi genau unterm Arm an der Achsel und fange an, euch hier ran zu zeigen, wie ich vernähe, und ich vernähe mit dem Matratzenstich. So, wir lösen die erste Klammer und wir haben ja hier diese zwei Randmaschen gestrickt. Eine Randmasche davon, die darf auch schon komplett verschwinden. Hier ist unser Arm, das kann man ganz gut sehen. Und wir müssen jetzt quasi gleich hier oben dran hier annähen. Wir dürfen ruhig hier diesen ganzen Rand, der darf als Wulst nach innen. So, ich gehe quasi parallel zur Masche hier hinein. Ihr könnt ein, ihr könnt aber auch zwei Fäden nehmen. Also ich mache tatsächlich auch immer zwei. Ich bin da ein bisschen faul. Dann nehme ich mir die gegenüberliegende Seite. Ich schaue gleich, dass ich noch ein bisschen eher näher rankomme. Da haben wir in der Anleitung jetzt ein bisschen anders gestrickt. Da haben wir nämlich genauso in der Anleitung stets auch so, dass es einen Knötchenrand gibt. Hier ist es jetzt eine gestrickte Masche, aber das macht nichts. Wir machen das jetzt genauso. Hier nehmen wir uns auch zwei so Querfäden und ziehen schon fest. Und jetzt gehen wir schon wieder an unsere Rückseite und nehmen uns wieder zwei Knötchen. Wichtig ist, dass ihr immer parallel guckt, dass es gleichmäßig ist. So, schaut mal, dass ihr jetzt hier keine Beulen strickt. Also immer wieder kontrollieren, liegt noch alles gut und gerade. Und wenn das der Fall ist, dann dürft ihr mit dem Matratzenstich weiter vernähen. Plopp, plopp. So, und wenn man hier festzieht, dann kommen die auch richtig schön nah ran aneinander. Und wenn wir damit bis unten durch sind, dann kann man auf der Rückseite diesen Faden vernähen. Also ich löse meine nächste Klammer. Ich halte immer schön gerade meine Hand runter und jetzt zeige ich es euch nochmal. Also nicht wundern, hier im Prototypen haben wir es nochmal ein bisschen anders gestrickt, aber in der Anleitung bei euch sollte euer Rand so aussehen. Diese erste linke Kraus-Rechts-Masche bleibt stehen und links davon stecht ihr ein und holt euch zwei solche Querfäden. Und dann immer zwei, zwei. Hier muss ich jetzt ein bisschen gucken, aber das geht schon. Immer zwei, zwei und wieder festziehen. Und wenn ihr zieht, dann kommen die aneinander. Und man muss es jetzt nicht übertreiben, also man kann es ultra festziehen. Aber muss man nicht, also man kann es auch ein bisschen lockerer lassen. So, und das, diese Technik, diesen Matratzenstich, den macht ihr sowohl hier als natürlich auch auf der gegenüberliegenden Seite und vernetzt so Vorder- und Rückenteil. Ich ende jetzt mal hier oben, damit ich euch zeigen kann, wie der Arm weitergeht. Und ich sage euch noch einen Tipp. Ihr könnt mit allen drei Fäden vernähen, ihr müsst aber auch nicht mit allen drei Fäden vernähen. Ich nehme jetzt mir zum Beispiel zum Vernähen einfach nur einen Faden des einen Garns. Das ist in diesem Fall die Nepal von Pasquali.
Und die nehme ich her, mein Restknäuel hier, das langt, um alles Mögliche noch zu vernähen, und setze hier parallel auch mal noch auf der anderen Seite an. Auch hier löse ich meine Klemmerchen. Die Clips sind übrigens ultra praktisch, weil wir kommen ja nicht von dem Vernähen, sondern vom Stricken. Und wir wollen uns ja nicht mit Vernähnadeln und Stecknadeln, so mit Stecknadeln wollen wir uns nicht zwicken. Deswegen nehmen wir diese Clips. Also, ich setze erstmal von unten an. Ich kann hier auch direkt zum Vernähen auch abschneiden. Was mit Faden hier. Also einmal hier rein, das ist mein Faden, den muss ich dann noch vernähen, den kommt jetzt erstmal weg. Und wenn wir hier in zwei drin sind, müssen wir auch auf der anderen Seite uns einmal den Anfang packen. Nicht zu festziehen, sonst ist gleich der Faden hier rausgerutscht, den muss man erstmal festhalten. Und auch hier parallel zu den Reihen. So schön vernähen. Also man bildet quasi wie so ein kleines Leiterchen. Ich zeige es euch noch mal näher. Ich entferne noch mal ein Clipsi. Schön schauen, dass man auch alles sieht, dass ihr dann alles seht. Ich gehe hier zwischen die Maschen hier parallel rein. Plop. Plop. Von meinem Einsatz 2 und dann auf der gegenüberliegenden Seite auch hier 2 so Querfäden. Also meine Vernähnadel läuft wirklich immer hier parallel zu den gestrickten Reihen, schön am Rand entlang. Und ich glaube, das bekommt ihr auf jeden Fall gut hin, das sauber einzunähen. Wichtig ist, dass ihr euch einfach merkt, wo bin ich eingestochen und dass dann auch immer diese Einstichstelle eure Einstichstelle bleibt. Dass ihr nicht einmal hier einstecht, dann hier, dann hier, dann hier, dann hier. Dann wird diese Naht einfach Kraut und Rüben krumm. Das wollen wir nicht. So, ansonsten ist es tatsächlich so ein bisschen... Ihr könnt ein bisschen, wenn ihr euch verstecht, wird man das jetzt auch nicht sofort sehen. Aber schöner ist, wenn ihr euch einfach immer am selben orientiert. Und jetzt muss ich, während ich das gesagt habe, habe ich mich doch auch verstochen. Schaut mal, jetzt ist hier das total rübergezogen. Machen wir doch glatt nochmal auf. Ist doch jetzt auch falsch gewesen, ne? Ich sag es noch und mache es selbst falsch. Das nenne ich Vorführeffekt. Das wollen wir nicht. So, nochmal. Ich fühle mich hier rein. Plopp, plopp, plopp. Immer schön drunter halten die Händchen. Also ich komme jetzt, ich habe rechts eingestochen und will darüber. Genau, und ich will darüber und ich will die stechen. Jetzt sind wir da ein bisschen die Mohair zusammengebatzelt. Ich komme von hier und ich will hier die erwischen. So sind wir wieder beieinander. Und hier bleibt diese rechte Masche stehen und ich gehe nur links davon in die Masche hinein. Also so passieren dann die kleinen Fehler. Aber ihr habt es jetzt mal gesehen, das schaut dann einfach blöd aus. Dann nehme ich jetzt hier auch tatsächlich mal nur einen und nicht zwei Querfäden. Das ist aber dieser Randmasche jetzt geschuldet in unserem Prototypen, was jetzt auch kein Problem ist. Aber wir wollen es jetzt einfach so aneinander vernähen. So, ich lasse auch diesen Faden jetzt einfach mal getrost baumeln, weil ich euch im selben Video jetzt noch zeigen möchte, wie ihr, also hier oben ist jetzt hier vernäht und auf der Rückseite hier so ein Stück vernäht. Und den Arm habe ich jetzt komplett getrennt. Ich mache es nochmal weiter weg. Plop, plop. Mein Arm ist offen. Das Bündchen ist schon dran. Aber meinen Arm vernähe ich genauso. Das einzige Besondere ist, dass wir hier diesen Einsatz
hier erstmal dran nähen müssen. Und das ohne große Spannung. Das muss ganz gerade hier drin sitzen. So, dass sich das dann nicht bäumt und hässlich wird. Und dafür würde ich das auch mal so mit einem Clip fixieren. Und jetzt gehe ich wieder näher ran. Ihr wisst, wo wir sind gerade. Gemeinsam auf die Zoome auf die 1. So, ihr wisst, wo wir sind. Oh, ich kriege auch gleich wieder Krämpfe von dieser Bodensetzerei, weil ich das am Couchtisch für euch aufnehme. Okay. Gut, dass der Clip nicht gehalten hat. Das ist ja wunderbar. So, halte ich fest. Clip dich rein. So, dieses Stück hier müssen wir jetzt überbrücken und schön hier ran vernähen. Auch am Arm gibt es quasi die letzte schöne Masche, die wir benutzen. Das ist die hier. Und da muss jetzt der Arm hinein. Ja? Wer sich unsicher ist oder für die großen Größen, da wird dieser Einsatz nämlich noch größer. Ihr könnt auch so zwischendrin nochmal einen Clip setzen, damit ihr einfach keine Bäumungen, Wellungen bekommt. Und jetzt drehe ich mal meinen Pulli. Plupp, plupp, plupp. Ich möchte nämlich so rum vernähen. Also ich bin jetzt hier schön unter der Achsel. Nehme mir wieder auch hier nur einen Faden der Nepal von Pasquali und nicht alle drei. Ich würde allerdings nicht mit Mohair Bliss vernähen und auch nicht nur mit der Twinkle. Also wenn ihr einfädig vernäht, dann nehmt bitte die Nepal. Die ist nämlich einfach ultra strapazierfähig. Ja? Mit der reißt euch keine Naht. Nicht, dass es dann ein Malheur gibt. So, ich habe meinen Faden auf der Nadel wieder. Und auch hier steche ich, gehe ich von innen rein und bringe meinen Faden von innen erstmal nach vorne. Mache ich hier auch so ganz dezent an den Rand und dann aufpassen, dass man nicht deppert ist und hier zu lang zieht. Dann ist er nämlich wieder durch. Also so rein und dann gehe ich wieder mit meiner Hand unten hinein, halt auch meinen Faden, mit dem ich aktuell vernähe, ein bisschen fest, dass er mir nicht wegrutscht. So, und dann raffe ich das ein bisschen. Plopp, plopp, wir gehen schön in die Mitte. Ich schaue nochmal, dass das schön scharf ist. Jawohl. Genau, und jetzt muss ich, das ist unsere kleine Auster hier, die bringe ich mal nach unten, dass die nicht weiter stört. Jetzt bringe ich quasi die untere Naht, ich gehe jetzt da in ein V hinein, bringe ich schön an die obere Naht. Hier kann ich die Maschen packen, die Vs packen oder jetzt in dem Fall ein A, ne? Es ist ja so rum. Und oben nicht. Oben habe ich ja die Reihen und dazu muss ich quasi senkrecht nähen. Und dafür gehe ich, wie es beim Matratzenstich eben war, in diese Querfäden hinein unter der letzten schönen rechten Masche. Also die Randmasche wölbt sich dann wieder nach unten, innen hinein und das ist mein erstes V, das stehen bleibt. So, wir gehen hier hinein und wir schnappen uns direkt das nächste V, gehen hindurch und schnappen uns hier den nächsten Querfaden, der senkrecht zu dieser Naht erscheint. Und jetzt ist es so ein bisschen eine Gefühlssache, dass es sich nicht bäumt, kann es nämlich auch mal sein, dass man hier auch mal zwei Querfäden sich schnappen muss, um einfach den Unterschied der Reihe, also der Maschenhöhe und der Maschenbreite zu überbrücken. Das solltet ihr beachten. So, jetzt nehme ich hier mal nur wieder einen Querfaden. So, und dann muss auch mein Klemmerchen schon wieder raus. Blopp. Und schaut mal her. Ich muss nur hier hinten schauen, dass ich nicht den Faden zumache. Da zieht ihr an und dann geben sich diese Kanten, die Vernähnadel im Mund, richtig schön hier ran. Und an meinem Arm bleibt hier dieses V schön stehen. Also dieses gestrickte rechte Meshlein. Das soll stehen bleiben. Und dann geht's quasi so hindurch ganz normal weiter.
Es liegt dann in eurem Ermessen. Es ist so ein bisschen eine Gefühlssache. Nimmt man sich hier oben zwei oder nur einen Querfaden hinaus? Es ist einfach wichtig, dass ihr es schön genau anschaut. Das Vernähen bitte mit Liebe machen, nicht mit Ungeduld und nicht mit Genervtheit. Wir haben da so viel Liebe schon reingesteckt. Dann werden wir ihn jetzt auch noch mit Liebe vernähen. So, letztes Klemmerchen ist weg. Na, komm her, du Eumel. So. Und jetzt die nächste Masche darf dann schon an die Rückseite. Also, wir sind jetzt genau an der Biege. Jetzt muss ich mir, ich gehe nochmal nach außen. So, ihr seht, hier ist mein Arm. Ich versuche das jetzt euch schön zu zeigen. Hier ist mein Arm. Wir haben quasi diese eine Seite hier schon drin jetzt. Jetzt drehe ich um, schmeiße meinen Arm darüber. Da vernähe ich vielleicht doch noch eine mehr an diese Seite. So. Und jetzt kommt nämlich schon genau an dieser Schnittposition müssen wir auf die hintere Seite des Arms gelangen. Und hier auch nicht zu arg ziehen, schön entspannt hier hinein. Legen und auch hier wieder nehmt euch Clips, kleine Clipsies. Die solltet ihr natürlich nicht an euer hier durchklippen, solltet nur den Arm anfassen. So und dann wieder mit der Hand rein. Und jetzt müssen wir uns, ich gehe wieder näher ran. Achtung, plapp, jetzt sind wir wieder da. Wir sollten jetzt hier die nächste. Ich muss es so machen, dass ich mit dem Daumen drauf bin. Wir müssen uns jetzt das nächste V dieses Einsatzes schnappen. Und wenn wir das geschnappt haben, hier den Arm, der hier jetzt locker drauf liegt, die erste Armmasche schnappen. Das ist wieder mein V, das stehen bleibt. Und diese Kante, die wir jetzt hier bilden, die, da nehmen wir uns zwei, sonst schaut es blöd aus. So. Diese Kante bleibt dann auch beim kompletten Arm vernähen. Also dieses V sollte durchlaufen. Und der Arm wird genauso vernäht, wie die Einsätze vernäht werden mit dem Matratzenstich. Also da einfach immer quer. Zwei Querfäden nehmen. So, und jetzt darf ich meinen Clip schon rausmachen. Und das war's schon eigentlich. Also das war jetzt die ganze Kunst, wer das Glück hat, bei uns in Fürth-Nürnberg oder sonst irgendwo in der Nähe zu wohnen und hat Problemchen, der darf dann nochmal zu einer Einzelstunde kommen zum Vernähen. Aber ich hoffe, dass ihr das jetzt gut sehen konntet, dass euch die Angst hier genommen wurde, weil gutes Vernähen ist wirklich so, es gehört so ein bisschen zum Stricken schon dazu, auch wenn wir gerne top-down und ohne Vernähen stricken, aber das sollte man schon trotzdem können und macht auch Spaß, wenn es am Ende richtig schön aussieht. So, und jetzt habe ich das letzte Löchlein da. Das machen wir noch gemeinsam. Und dann sind wir schon fertig. Und dann könnt ihr das in Ruhe nacharbeiten. Und ich freue mich sehr. Ganz viele Summer Glitter. Wir müssen uns nochmal einen Namen ausdenken. Aber ich glaube, Summer Glitter ist schon ganz cute. Wenn ihr schön den Summer Glitter nachstrickt. So, hier gehe ich jetzt von oben einfach nur nochmal nach unten hinein. Und da wird dann auch vernäht. Ich schiebe es jetzt mal rein. So. Jetzt ist quasi der Arm hier oben. Schauen wir es uns mal an. Ich lege es nochmal gerade. Die ganzen Klemmerchen klackern noch. Genau, wunderbar. Da werde ich jetzt noch in Ruhe vernähen. Ihr dürft euch das jetzt so hier vorstellen. Auch hier klammert euch den Arm gut fest. Macht überall Clips hinein, ja? Aber wenn wir uns jetzt vorstellen würden, der Arm ist schon schön vernäht. Es geht genauso wie diese Kante
immer 2 auf 2 so Querbalken und diese Maschenreihe bleibt bestehen und läuft fort, ja? Also dieses V hier wird nicht mal hier und hier und hier und hier gestochen. Nein, dieses V darf bestehen bleiben, dass das ganz, ganz ordentlich aussieht. Und jetzt lege ich es gerade hin, schön mittig, lege meine Hand drauf und wir tun jetzt mal so, als sei alles vernäht. Dann schaut das wunderschön aus. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Hab euch lieb, großes Bussi und viel Spaß und Erfolg.